So Leute, willkommen bei der neuen Folge von Typisch Sven. Dies ist eigentlich so ein Vlog-Laber-Video. Wir werden dieses kleine DAF-Zeichen abbauen, umlackieren. Wir müssen unten noch eine Lampenscheibe noch wechseln. Und dann erzähle ich euch, wie einfach beschissen und unglaublich die Woche war, weil die Woche lief so weit scheiße, aber es gab ein paar Stunden, wo ich echt sagen könnte, ey, war ziemlich cool. Es haben zwei Leute dafür gesorgt und das sehen wir jetzt gleich. Wir bauen jetzt erstmal oben alles ab und dann werde ich euch dann das alles vernünftig erklären und erzählen, wieso alles so boah war. Also bis gleich. So, wir haben jetzt das erste Zeichen weg, das wird schwarz, das machen wir gleich noch sauber und solche Sachen. Ja, das zweite kommt jetzt noch, das machen wir jetzt sofort. So, da sind halt die Schrauben hier, von den drei Stück da dran. Und wenn wir die jetzt gleich runter haben, machen wir das dann erstmal vernünftig, wie gesagt, sauber. Und beim Lackieren erzähle ich euch im Prinzip, wie es da weitergeht. Und das würde jetzt, ja, wir sehen uns gleich. So, haben wir aufgehängt. Und jetzt fangen wir mit der Geschichte auch an. Jetzt muss ich noch gucken. Es ging eigentlich darum, die ganze Woche war wie gesagt scheiße. Wir hatten am Montag, lief soweit, eigentlich gut, abladen, easy. Dann waren wir zum Laden gefahren und da hieß es, ja, es dauert ein paar Stunden gut. Bis sie dann aber irgendwann mal aufgemerkt haben, ey, du lädst nicht bei uns im Werk, sondern im anderen Werk, sind schon 3 Stunden vergangen. Also ab ins andere Werk, rübergefahren, geladen, soweit wie möglich. So, Dienstag war richtig scheiße, wir haben abgeladen, das ging ohne Probleme, haben in Kiel wieder geladen, sind dann nach Mannheim gefahren und beim Abladen hat es geknallt. Es hat einfach pff. Und man hat vor der Front, also an der, so, das ist der Auflieger, hier ist vorne, hier ist hinten und hier an der Wand ist hier unten ein Blech und das ist ja abgerissen. Beim Abladen, das hat sich irgendwie verhakt, war auch leicht alles ein bisschen nicht im neuesten Zustand. Dann fing das halt so an, dass wir dann nach Frankenthal gefahren sind. Da gab es einen Fahrzeugbauer und der wollte erst Sachen bestellen. Da habe ich gesagt, das dauert doch zu lang. Dann haben wir gesagt, gut, wir bauen am nächsten Morgen alles wieder neu, machen das pipapo. Ja. Das war dann so bis Dienstag. Jetzt muss ich aber auch mal anfangen. So. Und auf jeden Fall war ich dann noch Mittwoch noch in Frankenthal. Also wegen das Brett, ich packe euch mal jetzt hier oben links, rechts irgendwie ein Bild, dass ihr dann wisst, wo ich das meine. Und dann bin ich gucke gerne Excel und halt hier ein Tanzverbot. Und ja, Excel, Tobi, der brauchte Hilfe. Ich war vor Ort, 2 Kilometer entfernt, also hin, geholfen. Ja, somit habe ich dann Excel und Tanzverbot kennengelernt. Von den beiden packe ich einfach unten mal die Verlinkung rein. Falls ihr die nicht kennt, hier mal kurz ein kleiner Ausschnitt von Excel. Mahlzeit, hier ist euer total entsetzter Excel. Mein Licht flackert, das ist, die Ereignisse überschlagen sich, ja?
Mahlzeit, hier ist euer Excel. Mahlzeit, hier ist euer Excel. Und einmal hier ein kleiner Ausblick von Kian, also Tanzverbot. Hallo! Du! Ey, Alter, das ist so unnötig, du Dreckskamera, Alter. Ich werf dich danach auf den Boden, nachdem ich mein Video hochgeladen habe. Beide super entspannte Leute, also wir hatten Spaß, der Umzug, ja, war eigentlich nicht viel was runtergeschleppt. Das Einzige, was mega schwer war, wo ich wirklich, ich hatte richtig Schiss, ich habe den von Case King, den PC von Exe getragen und das war das Schwerste, was ich von jemals beim Umzug getragen habe. Also es ist noch schwerer wie eine scheiß Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Also das Ding ist ultra schwer, aber auch ultra schick. Und das Krasseste ist, wo ich dann wusste, wie viel ungefähr das Ding wert ist, 3 Stockwerke runterzuschleppen, also mit den anderen. Doch, da kriegt man Schiss, weil man weiß, wie teuer der ist. Und wenn der runterfällt, ja, Versicherung, ne? Und ja, das ist so erstmal so der, erstmal nochmal kurz weiter, wartet. Schicht drüber. So. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich mir noch eine Lampe unten kaputt gefahren. Der Donnerstag verlief soweit eigentlich recht ruhig. Da lief eigentlich soweit, weil wir haben nur geladen und dann entladen. Das ging alles ohne Probleme. Freitag haben wir dann noch oben im Norden im Filsum haben wir geladen. Wir haben jetzt geladen, das sind so ganz feine Alu, wie nennt man das jetzt nochmal, Alu, so, ja also, Alu-Späne, ganz feine Alu-Späne und wir haben den ganzen Arsch hinten, weil ich ein bisschen Spaltmaß habe, ungefähr so viel, ich zeig's euch gleich, oder ich zeig's euch jetzt, wartet. So, und hier seht ihr, so sieht das aus. Wenn das Spaltmaß, ich zeige euch das mal hier oben. Hier seht ihr ungefähr das Spaltmaß. Und deswegen wurde das hier wunderbar, so wunderbar gelöst. Überall, wo übel Spaltmaß war. Es ist auch ziemlich einfach. Siehst du, wenn ich die Tür morgen aufmache, ist das dann kein Problem. Da seht ihr, der ganze Arsch voll Bauschaum. So, dass nichts rausfällt. Und ja, jetzt stehen wir hier. Ne, dann waren wir noch in der Vollsperrung am Freitag. Freitag Vollsperrung, weil ein LKW brannte, war auch nicht so der Hit. Hat uns sehr viel Zeit gekostet. Jetzt stehen wir schon, Anführungsstrichen, beim Kunden. Wir wollten gestern, also gestern war Samstag, beim Autohof hier in der Nähe stehen. Aber der war rappelvoll. Und somit stehen wir jetzt hier schön an der Inn. Und genießen das Wetter hier ein bisschen, der LKW, also wir stehen hier eigentlich recht gut, nur halt kein Luxus, ne? Also man muss sich wieder alles selber gucken, wie man es macht. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier noch den Rest und wir sehen uns gleich, wenn ich es dran gebaut habe und den Rest. Bis gleich. So sieht es jetzt im Prinzip aus. Erstmal, mir gefällt auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das von der Kamera jetzt nicht so, aber mir gefällt es doch. Es kommt jetzt gut zur Geltung und
So. Ich werde definitiv. Wow. Okay. So. Ich werde definitiv noch vieles mehr machen. Falls ihr euch fragt, ob irgendwas mit Excel oder mit Tanzverbot, also mit Kian oder mit Tovi geplant ist, es ist nichts geplant. Es ist überhaupt nichts geplant. Wir sind eventuell, was haben wir vielleicht da, ein paar Ideen gehabt. Ob die umsetzbar sind, ist eine andere Sache. Ja, aber es war wirklich super, die kennenzulernen. Dazu kommt es, die sind nicht scheiße, also die waren echt, ja, also ganz normal, also nicht abgehoben oder sonstiges. Und ja, ich würde mal sagen, das nächste Video wird von mir kommen, nächste Woche, wie also ein ganz stinknormales Traktdoku. Wie gesagt, eine Woche Traktdoku, eine Woche Vlog. Und wir werden jetzt gleich grillen. Hier sieht man auch wunderbar die I. Oh, der Auflieger. Wenn man einen weißen Auflieger hat, ne, der scheint dir so in die Fresse, wird man blind. Von daher würde ich euch sagen, wir sehen uns. Denkt dran, abonnieren, bla 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 bla. Instagram, sehr aktiv. Und ja. Achso, falls die Leute sich jetzt fragen, warum ist kein Video oder Foto von dir? Ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben Respekt vor anderen. Das heißt, man packt nicht beim ersten Treffen, wenn man Leute trifft, besonders auf privater Ebene, Gamescom ist was anderes, auf privater Ebene packt man einfach nicht die Kamera vor der Fresse. Macht man nicht. Man wird sich erstmal kennenlernen, die Kennenlernphase. Ist ja wie beim Date. Man flankt ja auch nicht sofort mit dem Penis ins Gesicht und, ne, ist so. Ja. Das war eine tolle Aussage. Modet Werbung ist AD. Naja, egal. Ich bin weg. Ciao, ciao.